Interesse an meine Karten am Ende des Videos. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Stier, zu deiner Juni-Energie. Wie du siehst, alles neu. Das hier sind Häuserkarten. Ich habe jetzt von allen meinen Karten auch Häuserkarten gemacht. Die sind hier drin. Habe ich schon gezogen, weil das immer so gefitzelt ist mit den Hinlegen, dass du das nicht miterleben musst. Und wir schauen jetzt deine Juni-Energie auf. Und als Erster, was darfst du denn im Juni abschließen? Hier bekommst du auf jeden Fall eine gefühlsmäßige Hilfe, denn hier kommt eine, eine Überraschung auf dich zu, die einiges in Bewegung bringen wird, dass du im Juni etwas abschließen kannst, was dich berührt und eine Benachteiligung der Vergangenheit aus deinem Leben nimmt. Das ist sehr, sehr schön und zwar sehr reichlich sogar. Also du darfst hier etwas abschließen, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast. Denn hier kommt eine überraschende Hilfe, die wirklich so weit in Bewegung in dein Leben bringt, dass du eine Vernachteiligung der Vergangenheit wirklich auflösen kannst in irgendeiner Art und Weise von Reichtum. Hier drüber liegt Seelenleben. Das ist eben die Karte Seele, die neu in meinem Deck gibt. Für alle, die meine Karten haben, es gibt eine neue Karte, die heißt Seele. Und heißt auch, das soll so sein. Also es kommt sehr überraschend und etwas sehr Positives. Also du darfst etwas abschließen, da etwas in Bewegung kommt. Das ist richtig schön. Dann haben wir, was Neues kommt und das wird sich wahrscheinlich daraus vergeben. Du musst weniger transformieren. Moment. Und im normalen Leben heißt es, du musst dich weniger arrangieren mit irgendetwas, weil ja, du neue Ressourcen hast. Also hier steht jetzt Reichtum, kann natürlich auch Geld sein. Du musstest bis jetzt immer verbiegen, eine Verminderung, eine Transformation vergeben, die immer etwas weniger macht, weil du eben nicht so viel finanzielles Polster hattest, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn jetzt hier wirklich Reichtum in Sache Geld kommt, ja, brauchst du diese Verminderung nicht mehr transformieren. Also das kommt schon mal weg, dass du da ins Negative transformieren musst. Und du wirst die lernen, dass du, ja, das ist eigentlich das Gleiche. Du musst weniger transformieren, du musst dich weniger verbiegen, weniger Abstriche machen. Dann haben wir hier den Vater, den Opa und da liegt dann auch noch der Mann drauf. Ja, ich würde sagen, bist du ein Mann, bist genau du das, würde ich jetzt wirklich so sagen. Ich sage zwar, in meinen Legungen ist die Dame für alle da, aber in dem Fall liegt da eine männliche Person und hier auch eine männliche Person. Bist du ein Mann, dann darfst du das für dich selber nehmen, dass du hier auch weniger deinen Vater lebst. Gilt aber auch für Frauen. Also wir alle dürfen weniger Eigenschaften, weniger anerzogene Sachen vom Vater jetzt leben. Also Väter sind ja auch immer Vorbilder. Bei Frauen sind die Väter der erste Mann. Vielleicht hast du auch deinen Partner, und das tun viele Frauen, nach dem Leitbild des Vaters gewählt. Passiert ganz, ganz oft sehr unbewusst. Also da musst du jetzt überhaupt nichts denken. Muss man darüber nachdenken. Hast du schon mal gedacht, du bist wie mein Vater? Oder hast du das schon mal gesagt, deinen Partner? Dann weißt du warum? Weil da wirklich Übereinstimmungen immer wieder kommen. Das ist, Frauen tun das, der erste Mann in deinem Leben ist dein Vater, der dich prägt. Folgedessen, unbewusst passiert sowas immer wieder. Aber durch dieses Neue, was du hier bekommst, was mit sehr viel Gefühl in dein Leben kommt, was du jetzt wirklich neu, du darfst eine Benachteiligung, etwas, was dich in der Vergangenheit benachteiligt hat, wirklich aus deinem Leben schmeißen, was sich hier was sehr Positives tut. Und damit verändert sich auch, kriegst du eine neue Erfahrung, die auch die Vatergestalt, die auch ein Stück weit das Vorgegebene ändert. Denn der Vater ist auch der in der Familie, der das Sagen hat. Also das, was in deinem Leben vorherrschend war und das Sagen hatte, bleiben wir beim Finanziellen, das ist gut. Also musstest du dich immer nach dem
finanziellen Richten. Du wärst ja gerne in Urlaub gefahren, du hättest deiner Familie gerne dies und jenes gekauft, aber es ging nicht. Da war der Vater, also das, was da war, vorrangig. Wenn es finanziell nicht passt, passt nicht, kann ich auch nicht in Urlaub fahren. Das geht raus. Es kann aber auch sein, dass hier dein Mann weniger Einfluss hat, dass du hier ein neues Selbstwert gewinnst durch das, was hier in dein Leben plötzlich kommt, dass du dich auf einmal durchsetzen kannst, dass du andere Hebelpunkte hast. Ich rede jetzt immer vom Weltlichen, und da ist ja in der Partnerschaft leider oft auch so, dass man auch irgendwo abhängig ist vom Partner auf irgendeine Art und Weise, gefühlsmäßig, finanziell, räumlich oder, dass man sich dann immer wieder mal arrangieren muss. Und dieses Arrangieren müssen ist vorbei, also ein Stück weit vorbei, weil sich hier wirklich etwas dreht für dich. Dafür kriegst du aber auch natürlich eine neue Aufgabe. Das ist immer so. Und das heißt, du kümmere dich mal darum, wie es jetzt sein soll. Weil hier liegt dein Mann und hier liegt dann dein Heim. Heißt, durch das, dass du weniger Rücksicht nehmen musst oder nein, weniger rangieren musst in dein Heim, im finanziellen, im gefühlsmäßigen, im Platz, je nachdem. Auch bei Freunden, mein Mann mochte meine Freundin nie, jetzt habe ich die nur zum Kaffee trinken außerhalb gesehen und so weiter. Jetzt ändert sich hier irgendetwas und die Freundin kommt jetzt nach Hause, musst du es aber trotzdem arrangieren, weil sich neue Gegebenheiten entwickeln. Ich weiß nicht, was hier sich alles ändern kann. Also es ist etwas, was dir sehr viel Gefühl gibt, was du sehr gerne magst, was dich wirklich erreichen soll, was dein Seelenweg auch ist. Und damit haben andere auf dich viel weniger Einfluss. Das musst du natürlich dann erstmal wieder in die Reihe bekommen. Das ist jetzt die neue Aufgabe, die sich davon ergibt. Außen auf dich zu kommen. Wiederholt Freunde, also was auch immer hier passiert, Freunde kommen wieder in dein Leben, vielleicht auch vergangene Freunde, weil sich hier etwas verändert, weil du zugänglicher bist, weil ihr jetzt Platz habt oder. Es gibt aber auch Durcheinander, Trouble, ist immer Aufregung, und das kann jetzt positiv wie negativ sein, dass hier auch fremde Menschen auf einmal ins Leben kommen durch diese Veränderung. Du hast dich jetzt selbstständig gemacht. Das war jetzt eine plötzliche Selbstständigkeit, in der du reingerutscht bist, die da ins Schoß gefallen ist. Ändert natürlich das totale Familienleben komplett. Du hast auch nicht mehr so viel Zeit. Du musst da jetzt wieder mehr arrangieren, dass die Familie trotzdem zufrieden ist. Freunde kommen wieder ins Leben, weil du dies jetzt brauchst und sagst, Tante Christa könntest du, weil auch eine Tante Christa ist ein Freund. Am Dienstag die Kinder von der Schule abholen, du wohnst ja gleich daneben. Würdest mir einen Gefallen tun. Kann aber auch sein, dass eine Mutter von einer Schulkollegin, von deiner Tochter kommt und sagt, du, ich hole dich doch sowieso immer ab, ich nehme deine einfach mit, weil ihr zufällig ins Gespräch gekommen seid. Oder. Also in diesem Durcheinander werden auch immer wieder fremde Menschen kommen und du hast auch einen Durchbruch in deinen Glaubenssätze, weil du gelernt hast, so sollte es nicht sein. Das hier ist die Karte Krankheit und das sollte nicht sein. Drum, wie die Karte richtig heißt, steht immer hier unten ganz klein. Ich habe die nur ein bisschen haptischer gemacht, dass man auch ein bisschen mehr damit anfangen kann. Und darum heißt die Karte Krankheit, so sollte es nicht sein. Der Durchbruch ist zum Beispiel der große Erfolg. Also bloß ein anderes Wort dafür genommen, aber sonst bleiben sie gleich. Und durch das, was du hier auf einmal abschließen kannst, und das ist, du schließt etwas, eine Benachteiligung in dein Leben ab, durch irgendetwas, was sich überraschend ergibt, eine überraschende Bewegung. Ergibt sich in dein Leben, mit dem du nicht gerechnet hast, was du nicht weißt, was du nicht geplant hast. Und das verändert ein Stück weit diese Schiene in deinem Leben. Daheim hast du jetzt die neue Aufgabe, das alles neu zu arrangieren, du dich nicht mehr so beeinflussen zu lassen, mehr auf deine Füße zu stehen, was du auch willst. Du hast mehr Freiheiten, aber auch die Aufgabe, das neue Familien- und Freundegefüge zusammenzubringen. Da liegt dein Mann und dein Vater da. Also irgendeine männliche Energie ist da sehr wichtig, die dann
sich vielleicht behindert vorkommt, die sich vielleicht weiterhin Glaubenssätze und Benachteiligung drüber, die das vielleicht gar nicht so lustig findet, wenn du jetzt auf eigenen Füßen stehst, oder, die sich jetzt mehr um die Kinder kümmern muss und das auch nicht will, oder. Also der findet es mal erstmal gar nicht so lustig, aber er fügt sich genauso ein. Und dadurch kommt von außen mehr Trouble in dein Leben und du erlebst auch von außen einen Durchbruch in den Glaubenssätzen, die du dadurch veränderst. Du erlebst hier einen riesen Push ins Positive und damit ändern sich automatisch Glaubenssätze. Jetzt ganz platt, du wirst hier Millionär und du hast einen Glaubenssatz, ich bin so arm. Der fällt komplett raus, das geht ja gar nicht. Der fällt komplett raus. Der Durchbruch fällt raus und aus dem Glaubenssatz wird, ich bin Millionär. Und du lernst, es hätte nie so weit kommen müssen, dass du arm den Glaubenssatz gehabt hast, hätte nie so sein sollen. So sollte es nicht sein. Du lernst damit, was sich hier durch dein schönes Ereignis auch in dein Leben ergibt. So, jetzt schauen wir erst einmal deine übergeordnete Karte an, die das ganze Monat so alles mit einschließt. Da bin ich ja echt jetzt gespannt, was da kommt. Da haben wir Entscheidung. Hatte ich heute schon mal. Ich entscheide mich jetzt klar für den Weg, der sich durch mein Herz richtig anfühlt. Ja, das ist die erste Karte, die Herzkarte. Hilfe kommt durch dein Herz, durchs Fühlen. Und hier ist natürlich eine Entscheidung. Hier bewegt sich was. Und hier siehst du ja, dass du hier wirklich entscheiden musst, eine neue Aufgabe kriegst, die alles Mögliche mit einschließt. Du musst entscheiden und du darfst jetzt auf dein Herz hören. Du musst dich nicht mehr verbiegen lassen, auf welche Art und Weise es auch immer kommt. Sei es ein neuer Partner, auch das liegt hier drin. In der Liebe bewegt sich auf einmal etwas. Du warst immer benachteiligt, dein Partner hat dich immer genervt. Auf einmal macht dein Partner Schluss. Keine Ahnung. Du bist reichlich an Freiheit auf einmal. Du musst dich nicht mehr verbiegen für deinen Partner. Hast jetzt neue Aufgaben. Du kannst dich frei entfalten in der Wohnung, im Haus, weil ja er nicht mehr da ist. Und auf einmal kommen hier Fremde und Freunde zurück. Und du lernst, du hattest die schon immer. Die waren bloß durch die Glaubenssätze weg. Mein Mann mag die nicht. Oder. Also, sag ich, das kann sich hier auf alle möglichen Sachen erstrecken. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch eine klarere Einsicht kriegen. Hilfe bekommen bei der Überraschung. Ja, das hast du manifestiert, aber nicht dran geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist ja eine Überraschung. Du hast es manifestiert, du wolltest es, dass sich etwas ändert in deinem Leben, was jetzt so kommt, aber du nicht damit gerechnet hast. Du wolltest es zwar, aber ja. Überraschung der Vergangenheit. Dir wird jetzt bewusst, wie benachteiligt du warst in der Vergangenheit durch dieses Veränderung und wie sehr dich das belastet hat. Und es sollte auch so sein, denn hier liegt ja dein Seelenleben und die Vergangenheit. Du solltest die Vernachlässigung lernen, die Benachteiligung lernen. Du solltest es erfahren, dass du jetzt erfahren kannst, bewusst, wie toll es doch sein kann. Vielleicht um es mehr zu schätzen oder. Also das sollte so sein, wie auch immer sich das bewegt. Ob das jetzt gefühlsmäßig ist, finanziell ist, beruflich ist, partnerschaftlich ist, vollkommen wurscht, es sollte so sein. Jetzt haben wir die Verminderung der Transformation. Weil du eben Erfahrungen gemacht hast, musst du dich weniger verbiegen und hast auch weniger Zweifel. Du musst weniger Zweifel transformieren. Du wünschst dir hier etwas, was weiß ich kriege den Seelenpartner meines Lebens. Und manifestierst den zwar, aber ja, glaubst nicht wirklich dran. Kommt jetzt plötzlich, jetzt musst du weniger den Zweifel, weil der kommt automatisch, wenn du nicht dran glaubst, der kommt ja eh nicht und das ist ja vielleicht in 10 Jahren oder bla bla bla. Man beschwichtigt sich ja und dein Zweifel fällt wirklich, wird immer weniger. Also du kannst wirklich, du kriegst hier mehr Selbstbewusstsein. Dann haben wir Erfahrungen mit dem Vater, mit dem Mann. Erfahrungen mit dem männlichen Geschlecht, sage ich jetzt einfach, wird zur Freude. Sprich einfach, dass sich das, was sich erinnert, ändert sich auch in Bezug auf Männer, in Bezug auf, wie ich durchs Leben gehe, was ich von Männern denke, wie ich mich Männern nähere, wie ich eine Partnerschaft habe und so weiter. Also das hier stärkt dich ungemein, was hier passiert. Und der Mann und dein Heim war oder ist blockiert und das ist jetzt auch deine Aufgabe. Das habe ich dir vorhin gesagt, dass der Herr hier, dein Partner, wenn du so weiter einen hast, das nicht so lustig findet. Er wird es erstmal blockieren. Das habe ich dir aber vorhin schon gesagt. Das ist aber nicht schlimm. Du kriegst die Aufgabe, es trotzdem zu lösen. Also, und das ist,
Es kommt wenn du einen Partner hast, drauf an, was der für Auffassung hat und was sich hier wirklich tut. Aber Veränderungen tut man sich immer ein bisschen schwer, Männer wie Frauen. Und da du die Veränderung präsentiert bekommst, ist das deine. Die wolltest auch du. Er nicht zwingend das Gleiche wie du. Und darum blockiert sich das hier ein bisschen. Aber das, glaube ich, ist nicht weiter schlimm. Dann kommen Freunde und Fremde in dein Leben und das wird sehr turbulent, sehr aufregend. Du wirst Neues erfahren und auch neue Freunde gewinnen, neues Wissen, neue Fremde, also Fremde, die zu Freunde werden und so weiter. Also hier wird sich viel tun im Außen, was auf dich zukommt. Dann haben wir Fremde und das Glaubenssatz, Durchbruch Körper, kann natürlich für den einen oder anderen auch bedeuten, dass er hier einen körperlichen Durchbruch hat. Krankheit habe ich diesmal noch gar nicht gesprochen. Doch, es ist hier. Dass du eben merkst, es so soll es nicht sein. Und das ist ja die Krankheitskarte. Du lernst, dass das gar nicht so, dass es nur Glaubenssätze war. Das, was weiß ich, Ärzte gesagt haben, das musst jetzt, kannst nicht heilen, das musst du jetzt so und so handhaben. Und du durch diesen Geschenk hier, was kommt, einfach merkst, nein, das kann man heilen. Du bist nicht mehr so bedürftig und auch nicht mehr so abhängig vom Mann und. Also geht mit Krankheit genauso. Wenn das jetzt was anderes betrifft, kann es natürlich auch Arbeit sein, dass du hier körperlich mehr gefordert bist, was aber eigentlich auch gut ist, weil du merkst, du schaffst das, du merkst, du hast Freude dran, was du dir eigentlich gar nicht geglaubt hättest, wo die Glaubenssätze sagen, na, das würde ich jetzt nie machen, und auf einmal merkst du doch, das ist was für mich und so weiter. Und so sollte es nicht sein, und der Durchbruch von Glaubenssätze ist, du gehst einen neuen Weg. Und das ist wirklich ein Durchbruch, durch das, dass du Glaubenssätze hier wirklich abschließen kannst. Weniger Zweifel, weniger Transformation, weil hier wirklich etwas wirklich Schönes passiert für dich. Lernst du auch Krankheiten, auf welche Art und Weise sie sich auswirken in dein Leben, müssen nicht sein, sollen gar nicht so sein. Und du lernst das und gehst dann automatisch einen neuen Weg. Ja, und dass der hier ein bisschen blockiert wird vom Partner, von deinem Umfeld, ist auch ganz klar. Man will keine Veränderungen. Wenn du auf einmal selbstständig wirst und keine Zeit mehr für die Kinder hast, dann werden sie dich auch beschweren. Hier, Mama, kannst du mir mal in den Sport fahren? Sagst du, tut mir leid, ich kann nicht, ich habe jetzt gerade ein Meeting, muss zu Fuß gehen. Ja, wollen die Kinder auch nicht. Der Mann will es auch nicht. Gibt's heute kein Essen? Nein, wir wollen Pizza. Ich habe ein Meeting. Oder. Also, das kann ganz schön Trouble geben. Ja, hier ist auch viel Aufregung drin, aber es ist gut so. Weil dein persönliches Juni-Erlebnis ist wirklich auf eine gewisse Weise Reichtum. Das kommt persönlich zu dir und du lernst damit zu jonglieren. Das sind immer die letzten drei Karten, die also deine persönliches Ding sind. Und das ist eben das Reichtumsheim und Lernen. Du lernst damit umzugehen, es auch in deiner Familie zugutekommen zu lassen, auch wenn sie sich momentan erstmal sperren und so. Also ist jetzt nicht ganz lustig, aber das wird sich einspielen. Für dich ist es wunderbar. Für dich ist es wunderbar und auf das kommt es an. Hier liegen ja auch die Kinder drauf, darum habe ich die Kinder vorher auch gesagt, auch die Kinder könnten hier nicht so, das nicht so dolle wollen, hier Zweifel, Kinder, Partner liegt da, Blockade. Also die Familie, die enge Familie wird erstmal sagen, nein, wollen wir nicht. Aber doch, du willst und das wird auch wirklich schön werden, weil du deinen Weg gehen wirst. Also das wird richtig schön, lieber Zwilling, auch wenn es für die anderen jetzt nicht gleich so aussieht, aber du wirst hier einen richtigen Booster bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sich hier wirklich überraschend etwas in deinem Leben, in deinem Gefühlswelt oder verändert. Das wirst sehen, für was deine Überraschung ist. Auf in einer gewissen Weise hast du es dir gewünscht, aber nie daran geglaubt. Du wirst sehen, was es ist und wirst richtig entscheiden, wie deine Zukunft so auszusehen hast, weil du eben hier einen wirklichen Booster bekommst. Und wie gesagt, egal, Geld, Krankheit, Arbeit oder, alles wird hier ist hier richtig. Also immer das, was dich jetzt gerade am meisten beschäftigt, was dich betrifft. Und ich denke, du weißt, um was es hier geht. In diesem Sinne, mein lieber Zwilling, wünsche ich dir einen wunderschönen Juni. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht. Es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen. Das ist die Schachtel von mir.
dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicherweise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.